Nichts und niemand kann bewirken, dass der Mord aufhörte, der größte und offenste Verstoß gegen das Gesetz Gottes zu sein, das in allen Religionen wie auch im Gewissen der Menschen festgehalten ist. Wo ist Christus? Wo ist seine Lehre? Wo ist er unter den christlichen Volken zu finden? In ihren Institutionen? Da ist er nicht. In den Gesetzen etwa, die vom Geiste der Ungerechtigkeit durchdrungen sind? Nein, auch da ist er nicht. In den selbstsüchtigen Sitten? Da ist er nicht. Wo ist die Lehre Christi denn dann? Sie ist in der kommenden Zeit, die durch Arbeit im Innersten der menschlichen Natur vorbereitet wird. Sie ist in der Getriebe, das die Nationen von einem Ende der Welt zu anderen bewegt. Sie ist im Streben des reinen Seelen und der gerechten Herzen. Sie ist in dem Bewusstsein aller, weil alle empfinden, dass Bestehende nicht mehr lange dauern kann. Denn es ist böse, es ist die Verneinung der Barmherzigkeit, der Brüderlichkeit, es ist das Erbteil dem Nachkommen Kains, es etwa längst Verworfenes, was der Zerstörung durch das Hauch Gottes unterliegt. Was ist Kriegsdienst? Folgendes. Sobald ein junger Mann herangewachsen ist, Kräfte hat, seine Eltern helfen kann, führt man ihn in einen Empfangsraum, sagt ihm, er solle sich ausziehen, untersucht ihn und dann lässt dann auf Kreuz und das Evangelium schwören, dass er in allem seinen Vorgesetzten gehorchen wird und alle Menschen umbringen wird, die man ihm umzubringen befiehlt, wenn er geschworen hat, was seinem Verstand, seinem Gewissen und sogar dem Gebot Gottes widerspricht, das im Evangelium geschrieben steht, kleidet man ihn in eine Uniform, gibt ihm ein Gewehr, bringt ihm das Schießen bei und schickt ihn los, um Leute umzubringen, seine Brüder. Die Menschen, die man ihm zu töten befiehlt, haben ihm nichts Böses getan, er hat sie nie gesehen, aber er schieße sie, weil er auf das Evangelium geschworen hat, es zu tun. Auf dasselbe Evangelium, in dem es nicht nur heißt, du sollst nicht schwören, du sollst nichts töten, sondern sogar du sollst deinen Brüdern nicht zürnen. Der Kriegsdienst verdirbt die Menschen sittlich, indem man die Dienstleister in vollkommene Untätigkeit versetzt, daher ihnen keine vernünftige, nützliche Arbeit gibt und indem er sie vor allem üblichen menschlichen Verpflichtungen entbindet und an ihre Stelle die abstrakte Ehre des Regiments, der Uniform der Fahne setzt. Außerdem versteht er ihnen eine stets unbegrenzte Macht über andere Menschen und fordert andererseits sklavische Unterwürfigkeit dem Vorgesetzten gegenüber. Besonders sittenverderbend wirkt sich das müßige, verkommene Leben auf die Soldaten aus. Weil ein Zivilist mit einem solchen Lebenswandel sich unweigerlich in seinem tiefsten Inneren dafür schämen würde. Soldaten meinen aber, das müsse so sein. Sie rühmten und brüsten sich noch ihrer Lebensweise, besonders zu Kriegszeiten. Wir sind bereit, im Kampf unser Leben zu opfern und deshalb ist so ein sorgloses, vergnügliches Leben nicht nur verzeihlich, sondern notwendig für uns, deshalb leben wir so. Der Mensch darf nicht töten. Wenn er tötet, ist er ein Verbrecher, ein Mörder.
Wenn 2, 10, 100 Menschen das tun, sind sie Mörder. Doch ein Staat kann töten, so viel er will. Und das ist kein Mord, sondern eine gute und richtige Sache. Man muss nur eine große Menge Leute versammeln und schon wird das Niedermetzeln von Zehntausenden von Menschen zu einer unschuldigen Angelegenheit. Aber wie viele Menschen braucht man dafür? Das ist die Frage. Einer darf nicht stehlen oder rauben, aber ein ganzes Volk darf es. Wie viele müssen es sein? Warum ist es einem 10, 100 Menschen nicht gestattet, gegen Gottes Gebot zu verstoßen? Aber sehr vielen Menschen dürfen es. In dem menschlichen Leib wohnt dasselbe göttliche Prinzip. Und deshalb kann weder der Einzelne noch eine Versammlung von Menschen das Recht besitzen, diese Vereinigung des göttlichen Prinzips mit dem Menschenleib zu zerstören, daher einem Menschen das Leben zu nehmen.